Und heute geht's von Konstanz nach Friedrichshafen. Was haben wir für ein Wetter? Naja, ihr seht ja, geht so. Und wir kriegen 10 Knoten von schräg hinten oben drauf. Mal schauen, was sagt denn die Eieruhr? 14.31 Uhr. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es wird wohl eher 15.31 Uhr sein. Ja, wie das so immer ist, wir haben ja keine Zeit und deswegen sollten wir Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das beginnt immer mit Bremse raus, Gas rein und dann mit den Füßen so lange von außen gegen das Flugzeug treten, bis es so ungefähr geradeaus flirrt. Ja, ne, Graspiste, da schubbert nicht so, da quietscht vor allen Dingen nicht dauernd so. Das ist ja mal eine Geradeaus-Start-Geschichte. Das habe ich ja lange nicht mehr erlebt. Gras hilft, das schlittert. Oh ja, quietschende Reifen auf Gras. Immer gut für die Immersion. So. Auf geht's. Auf, Bergemos. Auf die Berge ist am Afi kraxelt und auf der anderen Seite wieder ein Untergefallen. Ach ja, 10 Knoten Wind von 8ern. Ja, da legen wir noch durch die einen drauf. Was haben wir denn? Der Radarhöhenmesser sagt 500 Fuß. Also sind wir ungefähr 1,5 über den Grund gewesen. Also, Autopilot an. Navigation. Da kommt Nav. Höhe. Autotrottel. Autotrottel kann mehr. Knapp 110, so. Höhe, ach, das lassen wir jetzt einfach mal so. Das ist vielleicht für die Flugaufsicht ein bisschen knapp, aber für uns gibt es natürlich schöne Bilder. Na, da fliegt so schön durch ihr Chechend. Da passen wir drüber, ja. Ohne, dass wir irgendwelches geschütztes Grünzeug platt machen. So, und hier können wir eigentlich den Maßstab mal ein bisschen verändern. Obwohl, sieht ja schick aus, wenn man direkt drüber fliegt, ne? So mit Straßenplan und so. Original General Stops. Ich hab schon wieder vergessen, den Kompass zu steilen, zu eichen. So, das wird wieder so ein super kurzer Flug. Dann muss ich ja schon mal sehen, dass wir hier im Flughafen klarkommen. EN, das habe ich gesagt. EDNY. So, EDN, wo ist er denn, der EDNY? Ja, wo ist der denn? Da ist er. So, Frequenzen einstellen, das ist die 06. EDNY auf die 06 landen. Ja, dann sollten wir den 2000 Fuß über Grund aber eigentlich mal schaffen, ne? Sind wir aber nicht. Wir sind nicht 2000 Fuß über Grund, also Vertical Speed. Und dann machen wir mal, na, 700. Kriegt die Cessna aber eigentlich auch hin, ne? Bis 2100 Fuß Höhe. Heading. Was habe ich gesagt? Die 26? Glaube, ne? Ne, die 06. Also muss die Richtung Heading auf 60 Grad eingestellt sein. Und nicht auf 250. So, 60, da kommt ein Grad noch. 60 Grad, sehr schön. Gut, dann fliegen wir da auf den See hinaus, ne? Oder sind wir schon? Ja, die Sicht ist jetzt nicht so berauschend, aber das liegt ja am Wetter. Ich habe ja darauf bestanden, mit Echtwetter zu fliegen, also kriegen wir Echtwetter. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann kriegen wir eben schlechte Sicht. So, immerhin können wir noch sehen, wo oben und unten ist. Und notfalls können wir auch hier mit gucken, ne? Ja, wir fliegen gerade über ein Gewässer. Aber ist nicht der Bodensee, oder? Nee. Das Berlinger, Bevinger See, egal. Schnell aus, drum gucken, Fotos machen. Also am Boden ist jetzt nicht mehr so viel zu sehen. Machen wir hiervon einfach mal ein Foto. Knips, schon passiert. Firespotter, aha. Ich wusste doch, die Typen, die hinter mir herliefen, weil ich ihr Flugzeug genommen hatte, die hatten so komische Klamotten an.
was haben wir für eine Höhe? Ach, ich setz mich wieder rein. Hier draußen ist es so laut, da muss man so schreien, ne? Wie hoch sind wir? Wir sind 3,5? Da war so richtig bergab hier. 2000 Fuß nach unten. Mal gucken, wie es hier mit der Höhe aussieht. Ja, wir sind auch voll im Kegel drin. Also jetzt ganz schnell umschalten auf Approach. Und hier ganz schnell umschalten auf V-Lock. Und wir haben sofort einen Glide-Slope. Das ist schön. Jetzt noch tüchtig Geschwindigkeit rausnehmen. Und damit auch den Autothrottel ausmachen. So, damit man die Geschichte noch schnell genug nach unten kriegt. Oh, das geht aber noch, ne? Wir sind eigentlich ganz gut im Glide-Slope. Würde ich sagen, fahre ich jetzt schon mal Landeklappen aus. So. Ist der Kompass synchronisiert? Das ist immer die erste Frage hier. Der Bug ist eingestellt auf 60 Grad, ja. Und da sehen wir auch schon die Landebahn. Das ist mal wieder so ein Hüpfer. So, auf Kurzstrecke ist man tatsächlich mit dem Flugzeug eher selten schneller als mit dem Auto. Es sei denn, man muss über einen Riesensee irgendwie drumherum fahren oder sowas. Da ist auch eine Fähre unterwegs da vorne. So. Passt das alles schon? Ja, ne? Wir drehen uns rein. Bisschen weniger Gas. Ach ja, doch. Das passt schon. Wir haben 9 Knoten von schräg links hinten. Das sieht aber alles gut aus. Wir sind voll drin im Glide-Slope. Das passt wie eine 1. Ich muss mir echt mal hier eine Echtzeituhr endlich irgendwo hinschrauben. Ich habe ja eine hier. Das Problem ist nur, die lässt sich immer nur aus bestimmten Winkeln betrachten und hier ist es immer so halbdunkel. Vielleicht gibt es so was Kleines als Funkuhr ja auch in beleuchtet. Weil ich stehe total auf Funkuhren und mag es eigentlich überhaupt nicht, wenn ich Uhren nachstellen muss. Hauptsache klein. Manchmal ist es billiger, man stellt sich einfach ein gebrauchtes Handy dahin. Bevor ich 20 Euro für eine Funkuhr ausgebe, stelle ich dann lieber für 20 Euro ein altes gebrauchtes Handy drin, mit auf voller Größe Uhr, kann ich verschiedene Farben, Formen, Größen einstellen, ist absolut synchron, wenn es über WLAN mit angesteuert wird. So, Füße auf der Pedale, einer meiner häufigsten Sprüche in letzter Zeit. Das sieht ja heute richtig gut aus hier. 8 Knoten von hinten. Ja, höhenmäßig sind wir gut dabei. Geschwindigkeit noch ein bisschen können wir noch rausnehmen. Noch ein bisschen mehr. Ganz fluchtet das aber noch nicht. Also auch die 9 Knoten, so ungefähr 15 Stundenkilometer wird von hinten, die merkt man auch. Genau, piep piep, wir haben uns alle lieb, Autopilot. Na, noch lassen wir ihn, noch passt es ja ganz gut. So, Autopilot aus. Ich versuche schon wieder viel zu viel abzufangen. Und gleich bremse wieder voll rein. Ja, gut. Da
Das war das mit den Bremsen. Da haben wir auch gleich einen blauen Dings da, über den wir fahren können. Oh, jetzt habe ich es aber noch ein bisschen viel gewollt. Gleichzeitig bremsen und einlenken ist also keine gute Idee. Merke ich mir fürs nächste Mal. Ja, die neuen Pedale sind deutlich besser. Sie sind aber immer noch nicht so, dass man sich allerlei Schindluder damit leisten kann, ohne auf die Nase zu fallen. Also sie sind so, schon noch sehr empfindlich. Ach, guck mal, da stehen auch schon die kleineren Hinterkisten. Jetzt hier aber gegen das Schild dengeln. Dann stellen wir uns mal dazwischen, da fallen wir nicht so auf. Sonst regen sich die Typen wegen ihrem Feierflugzeug wieder auf. So ein Pipifax im Grunde, aber naja. Ja, wo ist der denn angemeint? Wir stellen uns einfach mal daneben. Oder am besten noch so richtig fett davor, dass wir gaffen können. Jetzt sag nicht, das ist noch so ein Firefighter-Flugzeug. Flugzeug, da hört man, dass ich Norddeutscher bin, ne? Nee, das ist irgendwas anders. Das Flugzeug ist auch nicht so hochauflösend, ne? Das ist bestimmt so ein Ding ab Werk. Ich meine, das Flugzeug ist total unscharf. Da haben sie wieder mit dem alten Pinsel dran rumgemalt. Naja, schön. Bremse rein, Gas raus. Diesmal als erstes den Zündel drehen. So, und jetzt Avionik. Ne, Zündung aus. Avionik aus. Batterien aus. Ja. Und dann nochmal eben eine Runde gucken. Wie wir es ja immer machen. Guck mal, unser Flugzeug ist viel schärfer als das andere. Das andere ist unscharf. Ein unscharfes Flugzeug. Wo kommt das denn nun wieder her? Ja, ne? Drei Pfeile drauf. Fertig ist das. Oh, ich habe vergessen, die Landeklappen einzufahren. So, mal ein bisschen eine Runde gucken. Ist nicht jetzt so der Riesenflughafen, aber immerhin, ne? Doch. Da tut sich schon was. Ja, vielen Dank wieder mal für eure nicht enden wollende Aufmerksamkeit, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, euch nächstes Mal auch noch begeistern zu können. Schönen Tag fürs Reingucken und tschüss.